Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute ein wirklich mehr als spontaner Ausflug. Der Alexander hier im Hintergrund und meine Wenigkeit sind geschäftlich in der Region hier unterwegs. Und ja, der liebe Jakob hat uns hier heute quasi mit eingeladen am Hofelhof, um zusammen ein paar Forellen zu angeln. Und natürlich konnte der Alexander und ich da nicht Nein sagen und sind der Einladung sehr, sehr gefallen. Ich das nicht. Genau. Kein Nein. Genau. Nein wird nicht akzeptiert, ihr habt es gehört. Und deswegen fischen wir heute zu dritt hier beim Hofelhof auf Forellen. Wird wirklich spannend. Wir nehmen euch mit und hoffen, da geht was. Also seid gespannt, meine Lieben. Wir legen los und auf geht's. Jo. Okay. Ja, meine Lieben, so wie das aussieht, steht hier heute Großfisch auf dem Programm. Nein, kleiner Scherz, wir befinden uns beim Hofelhof. Ihr braucht keinen Kescher mitzunehmen, sondern ihr bekommt hier eine Kühlbox, immer mit Eis. Und ihr müsst die eigenen Kescher hier von dem Hofelhof benutzen. Ganz einfacher Hintergrund, es ist hier eine Zucht auch. Und um Krankheiten zu vermeiden, gibt es hier eben eigene Kescher. Also, ihr braucht keine Kühlbox, keinen Kescher, bekommt ihr beides hier und könnt sofort loslegen. So, Jakob ist schon fleißig dabei. Erwin, zweiter Wurf. Zweiter Wurf. Fischt mit dem Spoonwall. Erwin baut auf. Aha. Das Wetter ist natürlich heute herrlich. Anders kann man das nicht sagen. Kein Regen, nichts. Ja, mal kein Regen, sagt Erwin, ja genau. Und also schauen wir mal, was heute passiert. Erwin sagt, er ist gleich soweit. Das heißt, was heißt das genau? Ich hoffe, dass es gleich knallt. Ah, okay. Es knallt, sagt Erwin. Na gut, bis später, Jakob. Erwin, hi. Hi, guten Morgen. Erzähl, was ist dein Plan für heute? Ja, mein Plan ist eigentlich wie immer, fast immer mit einem Spoon anzufangen. Und zwar habe ich mir jetzt hier mal einen Shocking rausgesucht. Ich zeige ihn euch mal. Das ist jetzt in dem Fall der Reiger in 1,6 Gramm, UV-aktiv. Der orangene Teil im Spoon ist UV-aktiv. In der Mitte ist Glow, also fluoreszierend, nachleuchtend. Und die Rückseite ist Gold. Der Klassiker. Der auf jeden Fall ein Klassiker, eine klassische Schockfarbe. Wir haben heute zum Glück Sonne. Der Alexander hat es vorhin schon gesagt, die ganzen letzten Tage war nur Regen. Und ja, jetzt morgens, gerade morgens, die erste halbe Stunde, vielleicht dreiviertel Stunde, gilt es sehr, sehr schockig zu fischen, um die aktiven Forellen, die im Teich sind, schnell abzufischen. Und das werden wir jetzt gleich probieren und hoffen, dass es klappt. Vielleicht sogar auf den ersten Würfen, wir werden sehen. Ja, viel Erfolg. Vielen Dank. Ja Leute, ich werde auch immer wieder gefragt, woran mache ich gute Stellen aus? Jetzt haben wir hier so einen Fall zum Beispiel, der Teich ist nicht groß und man sieht immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich versuche mal mit dem Finger so in die Richtung zu zeigen. Man sieht immer wieder Forellen steigen und buckeln und das ist ein deutliches Signal, dass die Fische sich eher an der Oberfläche aufhalten und ja, die verraten sich somit. Also die Standplätze der Forellen, wie gesagt, wenn ihr seht, wo sie buckeln, sind das wirklich Hotspots, die sollte man ausfischen. Hier vorne zum Beispiel sehe ich, dass da Bugwellen sind. Jetzt habe ich da mal ganz gezielt hingeworfen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Fisch reagiert. Also man sieht sie, die steigen und pflücken irgendwas von der Oberfläche. Eigentlich immer ein deutliches Signal. Und ja, die Forellen verraten sich eben dadurch. Jetzt haben wir aktuell eigentlich Sommer. Die letzten Tage oder die letzte anderthalb Wochen hatten wir wirklich einen sehr extremen Temperatursturz. Jetzt aktuell haben wir es, glaube ich, 12 Grad. Für Anfang August doch sehr, sehr wenig. Und ja, schauen wir mal, ob die Fische sich an die Temperatur mittlerweile gewohnt haben oder gewöhnt haben und heute mitspielen. Bin mir aber sicher, dass da doch der ein oder andere Fisch gehen sollte. So, da hinten habe ich jetzt gesehen, dass es da wieder gebuckelt hat. Und da ist er, guck mal. Meine Güte, haben die einen Dampf. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch zu erwähnen. Der Alexander und ich haben hier schon häufiger gefischt.
und die Anlage hat Quellwasser, also die Emsquellaue fließt hier und ja, man merkt es, die Fische, selbst die Portionsforelle, die ich jetzt hier dran habe, die hat wirklich ordentlich Wumms. Ist wirklich so ein 300, 350 Gramm Fisch, aber ihr seht's, haben wir unseren ersten Fisch verhaftet. Ich habe wirklich genau gesehen, wo sie gebuckelt hat. Ja, und auch hier eine 1A Fischqualität. Ich versuche es euch mal vorsichtig zu zeigen. Ist perfekt gehakt. Schaut euch diesen Fisch an. Der hat wirklich alle Flossen. Und das merkt man auch, wie diese Fische kämpfen. Entschneidert, würde ich sagen. Petri, dank. Auch der Jakob, der uns hier eingeladen hat, ist im Drill. Auch auf dem schockfarbigen Spoon sehe ich von hier. Petri, Jakob. Da vorne buckelt es wieder. Und jetzt versuche ich den Köder genau dort zu servieren. Halte die Rute. Oh, da kommt, da schaut mal die Bugwelle. Da kommt sofort eine Bugwelle hinterher. Kommt man gerade richtig, da ist der Biss. Und da ist der Fisch. Also man konnte es gerade richtig, richtig gut sehen, wie der Fisch von der Oberfläche, die Bugwelle kam an. Also eine große Druckwelle, die dem Köder hinterher ist. Ja, und schaut euch an, was der Fisch hier macht. Sind wirklich kampfstarke Fische. Wieder eine richtig tolle Portionsforelle. Haben wir sauber gelandet. Ja, nächste tolle Fisch, den wir hier im Kescher haben. Ja, ich habe es vorhin gesagt, ein Fisch schöner als der andere. Wirklich sehr, sehr tolle Forellen. Super Fischqualität. Nummer 2 in der Box. Ja Leute, ihr habt es gerade gesehen, der schockige Reiger, den ich euch am Anfang gezeigt habe, macht hier einen guten Job. Fische sind aktiv, das Wasser ist wirklich kalt. Ich habe mir jetzt gerade hier die Hände einmal gewaschen und ja, wirklich kaltes Wasser, Fische haben Dampf. Ja, und genau wie ich es euch gesagt habe, ich habe die Fische buckeln sehen. Jetzt gerade sehe ich schon wieder, dass da ein paar an der Oberfläche steigen. Und ich werfe wirklich ganz gezielt dahin, halt die Rute etwas höher, dass der Spoon eher in dem Oberflächenbereich läuft. Ja, und da war jetzt wirklich sehr interessant zu sehen, dass sogar eine richtige Bugwelle hinter dem Köder herkam. Man konnte quasi den Biss vorher sehen, bevor er passiert ist. Und das ist natürlich genial. Jetzt machen wir mal wieder ein paar Wurf und schauen, ob wir nicht auf den Reiger hier noch den ein oder anderen Patienten bekommen. So, da sehen wir es wieder buckeln. Halt die Rute wieder auf 11 ungefähr. Kurbel den ganz langsam ein. Der läuft dann trotzdem relativ flach. Und bei dem Reiger ist eben das Geniale, dass der einen sehr frequenten Lauf innerhalb einer Linie hat. Also der bricht nicht so stark aus. Und ja, wie gesagt, ein sehr frequenter Lauf. Benutze ich sehr, sehr gerne den Spoon, wenn es mal schwieriger wird. Aber durch diese Schockfarben, die ich jetzt hier aktuell einsetze, da ist schon der Biss. Oh, wieder genauso wie vorhin an der Oberfläche. Schon wieder genauso wie vorhin an der Oberfläche. Man sieht die Bugwelle, die kommt auf den Köder zu und ja, attackiert ihn. Jetzt hatten wir zwei Fehlattacken. Such Nummer 2 hier in die Richtung. Na komm. Hier vorne befindet sich auch da, wo der Jakob steht, ein Zulauf. Und ja, wie man es weiß, Forelle mag gerne Bereiche, wo das Wasser reinströmt. Und das sind dann immer so die Hotspots eigentlich auch. Gerade über die wärmere Jahreszeit sammeln die Forellen sich da sehr, sehr gerne. Frisches Wasser gleich, frischer Sauerstoff. So, wo sind meine Kandidaten? Mal wieder ein richtig geiler Einschlag, aber hing leider nicht. Hat man leider beim Kunstköderangeln auf Forelle häufiger, dass nicht jeder Fisch, der beißt, auch hängt. Aber sehe ich, dass der Jakob auch wieder eine drauf hat. Versuche ich mal Eckbereich. Oh, sofort, guck mal. Sofort. Kam sofort eine Bugwelle, habe auch einen ganz leichten Stupser gehabt.
kann sogar von hier aus den Köder sehen. Also Wasser ist wirklich sehr, sehr klar. Kann gut möglich sein, dass wir vielleicht mal da, weil wir jetzt wieder ein Biss. Jetzt haben wir sie. Nein! Hatten sie. Wir werden noch ein paar Würfe machen und dann vielleicht schon mal die Farbe wechseln. Macht wirklich Sinn, dass man mit den Farben häufig spielt. Denn ich habe das schon wirklich häufig erlebt, dass es auf eine Farbe wesentlich besser funktioniert als auf eine andere Farbe. Nicht ohne Grund haben wir so eine große Farbpalette und Farbauswahl, damit wir wieder aggressive Bisse bekommen. Da war wieder ein Biss, da war wieder ein Biss. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Wieder eine tolle Portionsforelle. Na? Noch will sie nicht. Ja, die Jungs haben wirklich ordentlich Dampf. Richtig schöne Fische. Und den haben wir abgenetzt. Tja, Leute, die nächste wunderbare Portionsforelle. Fisch haben wir verarztet. Ich wollte euch einfach nur noch mal zeigen, wie herrlich die Fische hier sind und aussehen. Schaut euch mal das Farbmuster an, also wirklich eine 1A-Qualität hier. Richtig tolle Regenbogenforelle, alle Flossen da und auch wie sie gezeichnet ist. Ja Leute, Spitzenqualität der Forellen, muss man wirklich sagen. Und das merkt man auch im Drill, wie die Fische sich hier, was die für ein Fight abliefern. Macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und ja, ich habe es vorhin gesagt, der erste Farbwechsel steht an. Wir haben auf die Farbe zwar noch Bisse gekriegt, aber sehr zaghaft und nicht aggressiv genug. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir mit einem Farbwechsel das wieder ändern können. Tja, meine Lieben, Schockfarbe. Ein paar Fische gebracht, also 3 an der Zahl. Jetzt wird es aber Zeit. Es kommt immer mehr Licht durch. Sonne kämpft sich auch teilweise zwischen den Wolken hervor. Und jetzt setze ich mal auf eine Kontrastfarbe. Und zwar weiß, rosa die Vorderseite. Und den absoluten Kontrast bildet die schwarze Rückseite. Nicht umsonst sagt man, schwarz wird von den Fischen in jeder Wassertrübung wahrgenommen. Und ja, ich spiele ganz einfach mit dem Kontrast sehr gerne, wenn wir ja relativ gutes Wetter haben oder wenn die Fische schon etwas zickiger reagieren. Ich werde von euch öfters mal gefragt, woran mache ich das aus, wann ich welche Farbe wechseln sollte. Und da, meine Lieben, sage ich auch immer wieder, das kann man nie pauschalisieren. Das ist wirklich von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich. Und auch die Wetterbedingungen und Wassertrübung spielen hier eine große Rolle. Aber sobald ich merke, ich bekomme auf eine bestimmte Spoonfarbe immer weniger Bisse oder sagen wir sogar 10, 15 Leerwürfe, spätestens da wird es Zeit für den ersten Farbwechsel. So, Farbe ist gewechselt. Machen wir den ersten Wurf und schauen mal, ob wir vielleicht wieder aggressivere Bisse bekommen. Ist immer noch der Reiger in 1,6 Gramm. Jetzt, wie gesagt, erstmal eine andere Farbe, um einfach zu schauen, ob vielleicht eine Kontrastfarbe besser funktioniert. Einfach aggressiver reagieren. Jetzt habe ich gerade den ersten Wurf nichts, aber ich sehe hier, dass da wieder Forellen steigen. Guck mal, das gibt's doch nicht. War jetzt der zweite Wurf und ein richtig aggressiver Einschlag. Der Spoon ist wirklich nur aufgekommen. Und die Forelle hat den sofort geschnappt. Also ich habe noch gar nicht angefangen mit der Köderführung. Und wieder eine wunderschöne Portionsforelle. Ja. Die will noch mal los. Oh, das macht einfach einen Heidenspaß, wirklich. Super Fische. Aber schau mal, die hängt ja mehr als spitz. Oh, da haben wir noch sogar richtig Glück gehabt, dass wir die gekriegt haben. Denn, ja, ihr seht's, der Spoon ist aufgekommen und der hängt von unten nach oben. Also die hat den während des Absinkens genommen. Wieder ein herrlicher Fisch und der vierte für uns in der Box. Petri. Petri, danke.
Mann, die Bisse, ich weiß nicht. Also da springst du gleich aus deinen Schuhen, wirklich. Also es ist. Boah. Einmal meine Route hingeschnappt. Ja, ich habe Hermanns Route geschnappt und einen Fisch gefangen. Dickes Petri. Vielen Dank. Tja, Leute, Alexander gerade meine Route in der Hand genommen. Jetzt schauen wir mal über die Schultern, was er da macht. Alexander, zeig uns. Ja, ich wollte gerade mal ausprobieren, ob das wirklich wahr ist. Hab den gleich ins Bund genommen, mit dem ich gerade eben mit deiner Route mal Erfolg feiern durfte. Und ich schaue gleich, ob was geht mit dem Spund. Wo war das weltberüchtigte Orb? Das war's. Ja, wirklich, also unglaublich. Da hat er sie. Das war aber ein Volleinschlag. Das war ein Volleinschlag. Dieses Mal war das ordentlich. Selbe Farbe, ne? Ja, dieselbe Farbe, ja. Ich glaube, der dritte Wurf war das, ne? Okay. Da ist er, abgenetzt. Ja. Dickes Petri, mein Freund. Hier deine Farbe. Und der Reiger funktioniert, ja, wa? Auf jeden Fall. Petri. Petri, danke. So, Leute, wir gehen mal zum Jakob. Der Jakob steht hier am Einlauf. Und der hat auch schon einiges an Fisch gefangen. Ja, guck mal rein da. Jakob erlaubt uns hier einmal in seine Kühlkiste. Jakob, Mensch. Da warst du aber ganz schön fleißig, wa? Vier Stück auf diesen Reiger hier. Reiger fischst du? Ja. Guck mal, das ist interessant. Ja, Leute, der Jakob, ich versuche mal den Fokus drauf zu legen, der fischt nämlich schon eine sehr extreme Kontrastfarbe. Und zwar ist das Vorderseite Pellet pink und Rückseite weiß, also auch eine sehr, sehr extreme Kontrastfarbe. Und ja, erfolgreich war er auf jeden Fall. Wir haben auch auf Reiger Kontrastfarbe, ne? Ja, auch weiß mit schwarzer Rückseite, hat auch gut funktioniert jetzt. Und der weiß wie verrückt, da hat er noch eine. Der Alex im Drill. Ja, das bringt schon. Auf jeden Fall dickes Petri. Biss gehabt. Ja, guck. Dickes Petri, Jakob. Ja, danke. Ja, Leute, kaum war ich beim Jakob. Der Jakob fischt über. Lachs? Nee, das ist eine Portionsforelle, aber. Okay. Der kam stark. Jakob angelt auch einen Reiger. Ja? Ja. Die sind ja kampfstark, ja. Abgenetzt. Ja. Dickes Petri. Ich bin bei der gleichen Farbe geblieben und sehr gut. Zwei Würfe später. Sehr schön. Ja. Läuft. Läuft. Leute, da ist er. Bin zufrieden. Alex? Ja. Kontrastfarbe Reiger läuft, sagst du? Genau, Kontrastfarbe, also wie gesagt, alles was dunkle Unterseite hat, Rückseite. Die Sonne kommt hoch und funktioniert wohl richtig gut. Also, ne? Ich habe auch andere Farben mal ausprobiert. Etwas schockiger. Ne? Es hat ja kaum Bisse gegeben. Ja, und dann diese Kontrastfarbe, die du empfohlen hast, die läuft wirklich ganz gut. Ne? Und bei Jakob, glaube ich, auch. Habe ich mal mitbekommen, dass er auch sowas Ähnliches fischt. Also ich glaube 48 Farbe, hast du gesagt. Ja, tatsächlich war ich gerade beim Jakob und der fischt auch den Reiger, hat auch schon einiges an Fisch gefangen und der fischt, glaube ich, die Farbe 48. Ja, genau. Also Vorderseite Pellet und Rückseite weiß, schockig. Ja. Und ja, auch eine absolute Kontrastfarbe und die funktioniert. Ja, gut für uns, ne? Dickes Petri nochmal. Macht Spaß auf jeden Fall. Ne? Werden jetzt langsam weniger bis auf die Farbe. Ne? Du hast zwar noch ab und zu mal einen Stupser, aber denke. Mal schauen, vielleicht die Farbe wechseln.
dass wir vielleicht noch mal die Farbe wechseln, auf jeden Fall. Reingeknallt. Das ist zum Thema Twitchen. Hast du getwitcht? Ja, hast du ja gesehen wahrscheinlich. Ich habe so eine ausgeschlitzt. Ja. Ausgeschlitzt, ja. Also ein ganz leichtes Twitchen. Und direkt quasi in der Pause hat es reingeknallt. Ne? Aber mehr oder weniger wirklich so diese Millisekunde Pause. Und dann hat der Fisch dann halt, ne, dann macht ja, das ist ja kein Twitchen, das ist ja halt quasi ruinieren, genau. Führungsunterbrechen. Richtig, genau. Also etwas, was das Spiel so ein bisschen ruiniert. Und ja, in diese Zwischenphase sozusagen kommen dann halt Bisse, also sehr oft. Und jetzt hat es man richtig gesehen, also das wirklich, also richtig, also ich, diese. Ist richtig ja, reingeknallt. Weniger als eine Sekunde und dann zack. Schade. Ist jetzt ausgeschlitzt, aber war auch ganz spitz, also das hat man auch gesehen. Ich denke, es wird langsam Zeit für einen Farbwechsel, was denkst du? Ja, ich mache einen letzten Wurf. Und dann werde ich die Farbe wechseln, auf jeden Fall. Ich versuche wieder etwas schockiger zu gehen. Die Sonne ist weg, sind eher die Wolken. Und mal schauen. Wird wohl noch was gehen. Ich hoffe. Tja, Leute, ich habe es gesagt. Der nächste Farbwechsel steht bei mir an. Der Alexander wird es jetzt gleich extrem schockig probieren. Und ich werde es genau in die andere Richtung probieren. Und zwar ein sehr, sehr gedeckter Spoon, wobei der ja gar nicht so gedeckt ist. Also wir haben zwar den größten Teil schwarz vom Spoon, aber wir haben auf Vorder- und Rückseite jeweils zwei UV-Points. Und jetzt werde ich mal von der Führung auch ein bisschen was anders machen. Ihr habt es gesehen, der Alexander hat vorhin einen Twitch gesetzt und da ist sofort eine Forelle reingerumst. Ja, und das vielleicht nochmal zum Thema Führung von Spoons. Ich sage es immer wieder, ganz oft funktioniert das einfache, monotone Einholen vom Spoon. Es gibt aber auch Situationen, wenn die Forellen anfangen, vorsichtiger zu werden oder vorsichtiger zu beißen, dann lohnt es sich entweder einfach einen Spin-Stop zu machen, also einfach aufhören zu drehen, oder eben die Rute einmal anzuppeln oder antwitschen, dann bricht der Spoon aus. Für die Forelle ist das wie ein Fluchtreflex vom Köder und dann kriegt man ganz oft nochmal einen harten Biss. Und ja, gerade am Beispiel vom Alexander konnte man das sehr, sehr gut sehen. Der hat kaum einen Twitch gesetzt und genau in dieser Phase, wo der Köder anders läuft, also nicht mehr monoton, kam sofort der Biss. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt mal ein bisschen aggressiver führen, ein paar mehr Twitches einbauen. Da war schon der Biss. Tatsächlich direkt nach dem Twitch. Also wie gesagt, lohnt sich immer mal wieder, die Führung ja, zu ändern oder auszuprobieren. Gibt natürlich auch Tage, wo dieses ganz langsame, monotone Einholen vom Spoon einfach am effektivsten ist. Aber ich mittlerweile muss wirklich sagen, wenn ich merke, dass die Fische den Köder ganz oft nur anstupsen, setze ich doch ganz gerne einen Twitch, weil einfach dann nochmal ein etwas aggressiverer Biss kommt. Und wir eine höhere Chance haben, da war er, eine höhere Chance haben, den Fisch zu haken. Also, wie gesagt, jetzt gerade der Biss kam auch direkt nach dem Twitch. Da ist er. Wirklich genau im Twitch. Also das nochmal zur Führungstechnik vom Spoon. Haben wir hier wieder einen Akrobaten. Wirklich kampfstarke Portionsforellen. Ich habe die Bremse relativ weit zu. Und ja, da seht ihr es. Richtig tolle Portionsforelle auf die Kontrastfarbe. Haben wir sie verhaftet. Und das waren jetzt ein völlig erfolgreicher Farbwechsel. Fische haben sofort wieder reagiert und das auch relativ aggressiv. Und die Technik natürlich, die Twitch-Technik, darf man nicht vergessen. Tja, meine Lieben, die nächste wunderschöne Portionsforelle oder Regenbogenforelle hier beim Hövelhof. Und ihr seht's auf die relativ gedeckte Farbe mit den zwei UV-Points. Ist mittlerweile wirklich einer meiner Lieblingsfarben für relativ klare Gewässer. Leichte Akzente machen es manchmal aus. Und ja, der Reiger funktioniert jetzt hier richtig gut. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar andere Spoons schon ausprobiert gehabt. Und ja,
leider nicht so viele Bisse drauf bekommen wie auf den Reiger. Auch der Jakob, der hat jetzt schon einiges an Fisch noch nachgelegt. Alles auf den Reiger, also der Spoon scheint es einfach hier heute zu sein. Die Fische reagieren da sehr gut drauf. Und ja, wie gesagt, hoffen wir, dass vielleicht noch der ein oder andere schöne Fisch rauskommt. Tja Leute, doch nochmal funktioniert. Kam wirklich nicht mehr viel Bisse. Aber ich hab Peter, danke. Die Farbe noch mal gewechselt und ja, auf dem zweiten Wurf, glaube ich, ihr seht, Pelletfarbe, ganz leichten Akzent, sauber gehakt, schöner Portionsfisch. Nächste, selbe Farbe, zwei, drei Wurf später, immer noch der Reiger. Uiuiuiui, hier durch nass gemacht. Ach, tja, wunderschöner Portionsfisch, der hier ein bisschen eskaliert. Ganz vorsichtig gehakt, da seht ihr es. Aber selbe Spoon, nächster Fisch. Tja, meine Lieben, für mich und den Alexander neigt sich der Tag zum Ende. Es ist noch relativ früh, ich glaube, wir haben es 11:30 rum. Und ja, wir haben einiges an Fisch gefangen, hatten wirklich einen sehr, sehr coolen Tag hier beim Hövelhof. Und nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Jakob, dass du uns hier mit eingeladen hast. Dass ihr mitgekommen seid. Dann. Sehr, sehr gerne. Und ich denke, das schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung. Ja, meine Lieben, gefangen haben wir wirklich einiges. Bei mir war es heute auf jeden Fall der Reiger. Ich habe einige Spoons noch ein bisschen probiert gehabt, wobei der Reiger die meisten Fische und Bisse gebracht hat. Und ich glaube, bei dir, Jakob, hast du ziemlich gut in der ersten Stunde auf dem Reiger gefangen. Das war das Beste heute. Der lief gut. Ja. Alexander? Unter anderem, ja, aber die meisten Fische auf Reiger, genau. Ne? Tatsächlich. Ja, das hat sich einfach angeboten, wie gesagt, weil die Fische ja flach standen und... Naja, also es ist frequentes Spiel, also das hat wirklich zugesagt, also und Farbwechsel ein bisschen. Und genau, Farben waren heute auch entscheidend, also ich habe ein paar Farben ausprobiert. Aber die Fische waren überwiegend wirklich sehr flach. Ne? Ja. Ja, meine Lieben, wir hoffen, euch hat das kurze Video hier vom Hövelhof gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, kostenloses Abo auf meinem YouTube-Kanal, würde mich sehr freuen. Euch wünsche ich stramme Schnüre am Wasser, bleibt gesund, habt Spaß am Wasser. Bis dahin, adios, ciao.